Leute, Fortnite hat das erste XXL-Update in Fortnite 2024 rausgehauen. Und ihr wisst ja alle, mit dem Update zeigt uns Fortnite immer ganz grob, was reingekommen ist ins Spiel. Aber ihr wisst auch ganz genau, dass Fortnite uns nicht immer alles verrät und ein paar Geheimnisse mit ins Update packt, weil sie möchten, dass wir das selbst herausfinden. Aber deswegen bin ich für euch da, Leute, und heute werde ich euch alles Neue zeigen, was mit dem XXL-Update reingekommen ist und auch alle Geheimnisse, die Fortnite mit reingebracht hat. Und ich kann euch nur sagen, es gibt wieder Neuigkeiten zum entführten Charlie. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir vermissen Charlie alle und Fortnite hat heute das Update rausgehauen. Und auch dazu ein paar kleine Secrets, von wem Charlie entführt worden ist und wo sich Charlie gerade befindet. Und ihr wisst auch, Leute, es gibt wieder extrem viele neue Items im Spiel. Und ich bin echt gespannt, ob wir diese heute finden werden. Und bitte behaltet auch das Ganze für euch. Wenn ich euch heute wieder Geheimnisse zeige, sagt das nicht direkt euren Freunden. Behaltet das Ganze für euch, denn so habt ihr am meisten Spaß. Und auch heute habe ich wieder einen von euch geaddet, der meinen Creator-Code Kuss im Itemshop eingetragen hat. Schaut mal nach, ob ich euch geaddet habe. Vielleicht seid ihr einer der Glücklichen, die bald mit mir zocken können. Und falls nicht, tragt den Creator-Code Couscous im Itemshop ein. Dauert nur ein paar Sekunden und vielleicht werdet ihr dann von mir geaddet. Bis jetzt leider habe ich noch kein neues Item gefunden. Aber was ich euch direkt mal zeigen kann, was uns Fortnite zum Beispiel nicht erzählt hat, ist die Map-Veränderung. Auf der Map sieht zwar alles noch gleich aus, aber der Schnee ist geschmolzen. In einigen Orten, wie zum Beispiel in Level Slayer, liegt kein Schnee mehr. Und deswegen sieht der Ort komplett anders aus, obwohl einfach nur der Schnee weg ist, Leute. Und das ist eine Änderung. Ich bin gespannt, denn es sind richtig coole Items wieder ins Spiel gekommen, die uns auch einen riesigen Vorteil verschaffen. Und diese Items muss ich aber erstmal finden. Und hier haben wir das erste Item, was hier einfach nur so rumliegt. Und zwar ein Pappkarton. Mythisch. Ihr seht richtig. Warum ist dieses Item mythisch? Mit diesem Item können wir uns verstecken und Kuckuck sagen. Das war's. Warum dieses Item mythisch ist, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir das heute heraus. Leute, ich habe echt keinen Plan. Minis haben wir gefunden und das neue mythische Item. Das werde ich natürlich heute benutzen und gucken, ob wir dadurch einen riesigen Vorteil haben oder nicht, Leute. Und da hinten sind Schüsse. Da gehe ich direkt mal hin. Bringt mir dieses Item was? Kann ich mich da jetzt reinschleichen oder so? Hören die mich? Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall beschäftigt. Wir gehen jetzt hier rein. Hallo? Ist hier jemand? Digga, die sind doch oben am Fighten. Ich sehe nicht mal was mit diesem Pappkarton. Oh! Okay. Leute, wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe? Man ist einfach geschützt mit dem Karton. Der erste Schuss trifft einen nicht. Oh mein Gott, wie krass ist das denn, Leute? Wir können auch direkt in den Tresor gehen. Irgendwo ist hier noch ein zweiter Und wir haben... Oh mein Gott. Wir haben direkt ein zweites neues mythisches Item gefunden, das ich euch gleich zeigen werde. Das war so in der Art schon mal drin, aber Fortnite hat das Ganze ein bisschen stärker gemacht. Denn ihr kennt ja alle die MP-Granaten. Die kann ich euch ja auch ganz kurz zeigen. Hier lag doch irgendwo eine MP-Granate. Irgendwo oben. Und dann gehen wir auch gleich in den Tresor. Irgendwo hier lag eine. Aber ich finde sie gerade nicht. Auf jeden Fall können wir uns mit diesem Item einfach unsichtbar machen. Seht ihr das? Wir können uns unsichtbar machen. Und ihr wisst ja, wenn man eine MP-Granate wirft, macht die so einen Blitzeffekt und Schaden an einem Gegner. Und das Gleiche macht dieser Unsichtbarkeitseffekt auch. Denn wenn wir neben einen Gegner gehen, uns dann wieder zeigen, bam, bekommt der Gegner einfach Schaden. Und das wusstet ihr auch zu 100% nicht, Leute. Ist hier vielleicht das andere neue Item in diesem Tresor? Nee, das sehe ich gerade nicht. Und wir bräuchten auch eigentlich einen Biggie. Und viele fragen sich jetzt auch, wo ist Charlie? Ich wusste gar nicht, dass so viele von euch Charlie vermissen. Warum vermisst ihr Charlie? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Leider wurden auch einige Waffen verschlechtert, aber andere Waffen wiederum wurden verbessert. Zum Beispiel die Waffe vom
Boss in Fencing Fields, der die Scar droppt. Diese Waffe wurde leider verschlechtert. Dafür wurde das neue Sturmgewehr verbessert. Also keine Ahnung, ob ihr da irgendwie einen Unterschied merken werdet. Aber ihr werdet auf jeden Fall einen Unterschied merken, wenn ihr die neuen Items benutzt. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich euch verraten soll, wo sich Charlie befindet. Denn das ist eigentlich so ein Ding, das muss ich eigentlich für mich behalten. Weil sonst weiß das wieder die ganze Welt. Eine Änderung ist auch mit ins Spiel gekommen, Leute. Und zwar, wenn ihr die Map öffnet, könnt ihr jetzt immer bei den Sturmvorhersagen sehen, wo sich die Bots mit der Karte befinden. Davor musste man ja immer da hochlaufen. Ihr seht schon, da sind Schüsse. Und dann musste man gucken, wo die Karte sich befindet, also die Bösse, um die zu killen. Aber jetzt werden die einfach auf der Map angezeigt. Und jetzt gehen wir auch direkt mal nach oben. Wir machen uns unsichtbar und gucken mal, was hier abgeht. Sind da Gegner noch am Start? Ich weiß es nicht. Nee, da sind keine Gegner. Oh mein Gott. Warte, wir können den killen. Easy peasy. Alter, wurden die Gegner von den Bots hops genommen? Holy moly. Und wir haben direkt einen Biggie. Wir können die Sturmvorhersage machen. Zack. Und wir haben sogar die Greifklinge bekommen. Oben links könnt ihr auch sehen, ich habe einen neuen Emote bekommen. Das ist auch neu ins Spiel bekommen. Es gibt wieder extra Styles zu den ganzen Battle Pass Skins. Und auch Emotes kann man freischalten. Und der Secret Skin Solid Snake ist jetzt auch im Spiel. Den könnt ihr auch freischalten. Also ihr müsst auf jeden Fall Level 200 werden in dieser Season, die aber noch bis März andauert. Also ihr habt noch genug Zeit, euch zu leveln. Oh, da hinten nimmt jemand das Cage ein. No way. No way, da nimmt jemand wirklich das Cage ein. Hier haben wir wieder das Unsichtbarkeits-Item und ein Gegner. Komm, wir machen uns unsichtbar. Habt ihr gesehen, Leute? Wie komplett verwirrt der war? Der dachte, ich bin hier. Ich habe mich unsichtbar gemacht und er hat einfach Schaden von der EMP-Granate bekommen, beziehungsweise von dem EMP-Effekt. Digga, das ist so OP. Man ist unsichtbar, zeigt sich und macht direkt Schaden. Und wir können hier jetzt den Bot rekrutieren und der verkauft sogar den neuen Amboss-Raketenwerfer, Leute. Ich sag euch aber eins, benutzt diesen Raketenwerfer nicht, denn der bringt euch absolut gar nichts. Dieser Raketenwerfer ist kein normaler Raketenwerfer. Ich hätte ihn mir kaufen sollen, dann hätte ich es euch auch zeigen können. Vielleicht finden wir den nochmal. Aber auf jeden Fall ist dieser Raketenwerfer nur dafür da, dass ihr Fahrzeuge anvisieren könnt und die Rakete direkt auf ein fahrendes Fahrzeug geschossen wird. Also ihr könnt zum Beispiel, wenn jemand mit einem Auto abhaut, das Auto anvisieren und die Rakete fliegt, egal wie schnell er fährt, direkt auf das Auto drauf. Und in jeder Stadt gibt es einen Hinweis zu Charlies Verschwinden. Und da gehe ich jetzt direkt mal hin. Die Insel ist gespawnt. Wir haben 2 Kills. 16 Spieler leben nur noch. Komischerweise sind die Lobbys richtig komisch seit dem Update. Man kann irgendwie kein Rank mehr spielen. Man findet keine vollen Lobbys mehr. Das ist richtig komisch. Das muss doch hier irgendwo sein. Es kann doch nicht sein, dass hier nichts zu Charlie ist. Ich weiß natürlich, was ich suche. Aber irgendwie, nee. Ah, doch. Leute, ich hab's euch gesagt. Ich lüge euch nicht an. Seht ihr? Dieses Plakat vermisst. Charlie ist vermisst. Und hier unten seht ihr eine Nummer, die man anrufen könnte, um Charlie zu retten. Problem ist, diese Nummer kann man nicht entziffern. Und hier wurden auch schon 2 Nummern abgerissen. Ich weiß nicht, wieso diese 2 Nummern weg sind. Und in jedem Ort befindet sich auch dieses vermissten Plakat. Also, Leute, Fortnite weiß schon, was sie tun. Und ich bin echt gespannt, wo wir Charlie als nächstes finden werden. Eine Vermutung ist ja auch, dass Charlie auf dieser Insel in der Luft festgehalten wird. Wo ist die Insel? Die ist hier, die Insel. Da hinten in der Luft. Problem ist, diese Insel spawnt immer nach einer bestimmten Zeit auf der Map. Das heißt, Charlie wird da nicht sein. Andere sagen wiederum, dass Charlie irgendwo im Zug festgehalten wird. Ja, und der Zug fährt auch die ganze Zeit rum. Und dort landen auch immer Spieler. Es leben auch nur noch 8 Spieler. Warum leben nur noch 8 Spieler? Ich check's nicht. Kann ich eigentlich Gold aus dem Automaten holen, wenn ich mich unsichtbar mache und den EMP-Effekt auslöse? Das müsste doch gehen, oder? Es hat funktioniert, Leute. Das heißt, wir können uns theoretisch unendlich Gold holen. Wie OP ist das denn? Wir können uns einfach
unendlich Gold tun. Das wusste keiner von euch. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr wusstet vielleicht, dass dieser MP-Effekt kommt, wenn man die Unsichtbarkeit entfernt. Aber ihr wusstet nicht, dass man sich jetzt unendlich Gold holen kann. Zieht euch das rein. Bam, ich mache mich unsichtbar. Digga, wie krank ist das denn? Und man bekommt immer 100 Gold? Also, wenn ihr mal Langeweile habt, dieses Item gefunden habt, dann könnt ihr einfach die ganze Runde an so einem Automaten stehen, euch jede 30 Sekunden unsichtbar machen und euch 100 Gold jedes Mal abholen, der Raketenwerfer. Ich kann es euch mal zeigen, Leute. Wenn wir hier ein Fahrzeug anvisieren, kommt die Zielerfassung. Wir können schießen. Die Rakete fliegt in die Luft und direkt auf das Auto. Problem ist, Leute, wenn ihr jetzt einen Gegner anschießen wollt, geht das nicht. Wenn ich jetzt hier runterschieße, da unten ist ein Gegner, keine Ahnung, was er macht, fliegt das erstmal in die Luft und dann auf den Gegner. Und ihr seht schon... Was geht hier ab? Digga! Oh no, der sniped. Wie lost war der denn? Aber ihr habt gesehen, was ich meine, oder? Also die Rakete fliegt erstmal in die Luft und in der Zeit kann ein Gegner halt direkt bauen. Und hier sehen wir auch Lavish Layer. Sieht komplett komisch aus, weil hier einfach kein Schnee mehr ist. Seht ihr das? Hier ist einfach kein Schnee mehr anstatt. Und es leben nur noch 3 Gegner. Das war's dann mal wieder komplett. Wir könnten eigentlich nachschauen. Ja, das muss ich machen. Ob wir in dem Raum von Oscar neue Hinweise haben zu Charlie, wenn ich schon hier bin. Das werde ich machen. Und wir müssen in seinen Raum gehen hier oben. Irgendwo hier oben war das. Wir können uns auch zur Sicherheit mal unsichtbar machen. Zack, wir sind unsichtbar. Problem ist, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie fündig werden. Und das war's komplett. Ich muss in die Zone. Da ist ein Gegner da unten. Und ich habe keine AP mehr. Oh nein, so ein Schwitzer schon wieder. Schwitzer kann ich ja absolut nicht gebrauchen, oder? Digga, das sind sogar 2, oder? Oder fighten die? Teamen die? Nein, das ist ein Duo. Das ist ein Duo. Oh mein Gott, er ist so low. Einen habe ich genockt. Digga, den muss ich direkt finishen. Wo ist der? Das war's komplett. Der Arme tut mir so leid. Der ist so überfordert, Leute. Der ist so überfordert. Der ist komplett überfordert. Was hat er hier alles liegen gelassen? Hä? Er lässt alle Medaillons liegen? Und die mythischen Waffen? Leute, soll ich es riskieren und offen rumlaufen? Unsichtbar? Mal gucken, wie gut dieses Unsichtbarkeits-Item ist. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, sieht er mich? Ist er in den Busch? Wo ist der hin? Er rebootet? Er rebootet? Hä? Wie lost waren die Gegner? Holy moly, Macaroni. Die habe ich ja komplett hops genommen. Leute, schreibt in die Kommentare, top oder flop. Wie findet ihr das neue Update? Kuss geht raus, euer Flakes. Ciao.